Film bei dem Film hat Marius Müller-Westernhagen gesagt, fünfmal. Und Volker Lichtenbrink hat gesagt. Und immer glücklich, Marius. Das ist. Na? Ja, aber das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass, dass Leute, die so viel heiraten, nun unbedingt so stetig unterwegs sind. Sondern ich glaube, dass die Leute sind, die immer die Frau, in die sie sich verlieben, heiraten. Ich glaube, das ist eher das. Ja, das ist also, manche haben nur eine Liaison oder so und andere haben das Gefühl, ich möchte schon heiraten. Ich möchte, dass wir zusammengehören, dass wir auch zusammen heißen und sowas. Ja. Ne? Erzählt mir mehr davon. Noch nie. Du stehst ja noch ganz am Anfang. Wo sollen wir anfangen? Ja, genau. Aber ich freue mich auch deswegen riesig, weil Sie haben wichtige Jahre Ihrer Kindheit hier in Bremen verlebt. Ja. Und waren noch nie bei 3 nach 9. Es sind so wenige, die noch nie bei 3 nach 9 waren. Boris Becker war noch nicht hier, Steffi Graf und Sie. Mehr sind das. Ist das wahr? Ja. Aber jetzt bin ich ja da. Große Frage. Ja. Eine Frage kann ich Ihnen nicht ersparen, die ist obligatorisch. Ja. Ja, für jeden, der kommt und mal in Bremen gelebt hat und dann in die große, weite Welt hinausgezogen ist. Sind Sie noch Werder-Fan? Ja, aber hallo. Aber ja. Das ist ein nicht ganz ungefährliches Leben, das ich führe. Ich bin natürlich auch vom Herzen auch Hamburger, das ist klar. Ich war 7 Jahre in Bremen und bin die letzten paar Jahre, die dann kamen, noch so, bis heute natürlich Hamburger, auch mit Leib und Seele und Herzen. Aber immer blieb eine Ecke in meinem Herzen für Bremen. Ich bin früher mit meinem Vater immer zu Werder auf den Platz gegangen, da war ein kleiner Butche und wir zogen dann nach Hamburg. Mein Vater ging aber weiter immer als Werder-Fan auf die Plätze und so. Ich werde nie vergessen, wir haben bei Altona 93 gestanden und Werder schießt ein Tor und ich sage, wo ist denn mein Vater geblieben? Und da stand er neben mir, da hatten sie ihm den Hut bis hierhin runtergezogen. Und so, weil er für den falschen Verein gesprochen hatte. Und bei mir ist es auch, wenn ich bei Werder gegen HSV bin, sitze ich im Werder-Block und dann fragen mich, aber die kennen das, ich meine, die Hamburger sind halt, die sind tolerant, die sind super, die sagen, dann bist du auch sicher, dass du richtig sitzt, Junge? Und ich sage, ja, bin ich sicher? Und so, ja, pass auf, dass dir nichts passiert. Kannst du dich noch an die Spiele erinnern aus der damaligen Zeit, als kleiner Junge? Ja, ich hab noch so Namen, auch Ilic zum Beispiel, der Traumtorwart Ilic, ne? Dragomir Ilic. Und ich habe ja Werder auch immer verfolgt dann auch, immer habe auch mitgelitten und wenn sie mal nicht so gut drauf waren. Aber hab natürlich auf der anderen Seite jetzt nicht dem HSV gegönnt, dass sie das ist ja, ich meine, sonst könntest du morgen auch nicht zurück. Aber ich meine, in Hamburg hast du auch leichtes Spiel, weil die Menschen lieben dich da. Und, ja. Gibt es denn welche, die dich nur an der Stimme erkennen? Ja, das gibt einige. Also wir sagen auch diese Stimme und so. Was für mich natürlich schön ist, also ich freue mich, dass ich nicht so eine habe. Ja. Haben Sie die schon immer gehabt? Dann sage ich, nein, als ich zur Welt kam, habe ich nicht gesagt, hallo Mama, hallo Papa. Und also neulich ist mir was sehr Schönes passiert. Nämlich? Wir kommen ja aus derselben Ecke da in Hamburg. Haben uns aber noch nie gesehen auf der Straße. Nee, aber wir sind uns aber auch nicht aus dem Weg gegangen. Das stimmt. Wir arbeiten dran. Ja. Und da war ich bei Schlachter Strieger, ja, bei dem berühmten Schlachter Strieger, der ja leider nicht mehr lebt, aber die gibt ja noch die Schlachterei, diese tolle. Und da stand ich und da waren 3 Damen da und dann sagte der Schlachter, sagte, ja, meine Damen, Sie sind dran. Da haben die gesagt, nee, danke, wir warten noch ein bisschen, bis Herr Lechtenbrink bestellt hat. Wir hören seine Stimme so gerne. Oh, Muss doch Anrufbeantworter. Ja, soll ich in einer Tour, aber das hätte ein richtiger Job werden können. Aber das habe ich einmal gemacht, aus Spaß, als Wette bei Carmen Nebel mal. Aber wenn ich das dauernd machen würde, könnte ich nichts anderes für nichts mehr anderem mehr kommen. Und ich spiele eigentlich lieber König Lear, als dass ich dauernd Anrufbeantworter bespreche. Also, lieber König Lear, du bist Zeitzeuge gewesen von 2 Dingen, an die sich viele Menschen erinnern. Das eine ist an die glorreiche Zeit der ZDF-Hitparade. Ja. Du warst 12 Jahre ganz oben im Schlagergeschäft. Hier ist Berlin. Und genau. Ja. Dieter Thomas, hier ist Berlin mit ihrer Hitparade. Und dann am Schluss immer Regie Druck Brands. Ja, war eine tolle Zeit, hat Spaß gemacht. Ne? Entschuldige, ich wollte dich nicht. Nein, ich höre das sehr gerne. Ja, es war eine tolle Zeit, war angesagt, Schlager waren in. Und vor allen Dingen,
haben mir schon mehrere Leute erzählt, wenn du damals einen guten Schlager hattest, also einen Hit, ja, du wurdest verehrt wie König Lear. Ja, ja, du warst, also, und wenn du in der Hitparade warst, das war natürlich auch eine Verkaufssendung, du hattest am nächsten Tag, waren 15.000 Singles über den Ladentisch gegangen. Also so, so, weil wenn das, wenn der Hit da war und das Lied ging ein in die Ohren und so, dann haben die... Wurde da geprobt? Ja, ja, es war ja live immer, wurde live gesungen, ja, also Halbplayback gesungen, also das heißt, Musik kam vom Band, und aber die Stimme kam live dazu, und es wurde richtig geprobt vorher, damit nichts passierte. Und es gab einen ausgedehnten Backstage-Bereich. Ja. Ja. Es gab einen ausgedehnten Backstage, das stimmt. Und da wurde es öfter spät. Da wurde es oft früh. Ja, dann, man kam zusammen, man hatte sich lange nicht gesehen und man hatte sich viel zu erzählen. Und was das Schöne auch war, es gab wenig, also so böse Konkurrenz oder so. Jeder gönnte dem anderen, also bis auf einige, bis auf kleine Ausnahmen, sagen wir mal so. Aber im Allgemeinen war die Stimmung gut, und dann freute man sich, wenn man sich wieder sah. Und dann saß man etwas länger manchmal. Aber wir leben ja heute in sehr gesundheitsbewussten Zeiten. Ja? Ja. Ich frage mich, wie Sie das alles überlebt haben. Massenbesäufnisse, Rauchen, früh erst ins Bett gehen, Essen, was sich gerade bietet. Dann, ich glaube, dass Sie auch, also Sie haben jedenfalls gesagt, dass Sie nichts ausgelassen haben. Insofern nehme ich an, dass Sie auch hin und wieder mal eine Partnerin kennengelernt haben. Dafür haben Sie sich gut gehalten. Danke. Ja. Danke. Vielleicht habe ich mich deswegen gut gehalten. Ja. Also das ist ja konserviert. Ja, konserviert. Wäre es für dich eine Beleidigung gewesen damals, wenn du eingeladen worden wärst zur ZDF-Hitparade? Ehrlich gesagt, ja. Aber ich möchte auch sagen, dass was Volker gemacht hat, war ja nie Schlager. Und das ist dann die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Ja. Ich mochte es nicht. Und ich fand gerade damals die Polarisierung gut, dass die Leute, die ernsthaft waren, das nicht gemacht haben. Das ist ja heute alles weg, ist genau wie in der Presselandschaft. Jeder hat irgendwie mit jedem einen Deal. Deshalb ist es auch so, so ein bisschen verwässert. Meiner Ansicht nach, ja. Meiner Ansicht nach, nein. Vielleicht nicht die Zeit, aber... Sehr nett, dass du es sagst. Okay, nehmen wir das mal aus. Aber ansonsten gibt es ja da schon mitunter... Verbindungen. Aber du was hast ja, ich fand ihn mal war ganz wichtig, also auch reinzugehen, weil meine Lieder waren ja wirklich, also nicht in dem Sinne gängige Schlager, sondern waren ja Geschichten, erzählte Geschichten, und waren, ging über Alkohol, über Ehebruch, über den, ich wollte ja auch deswegen kein anderer singen, kein anderer Kollege in der Zeit. Ist wirklich? Ja. Wie bist du denn überhaupt? Sie alle gefragt. Es waren zum Teil ja auch Shanty. Ich habe sie alle gefragt. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Ich glaube, dein großer Traum war es doch, Schauspieler zu sein. Ja, das war ich ja. Ich war ja schon 15 Jahre Schauspieler und wollte aber meine Auszeit nehmen. Und da habe ich Chris Christophersen gehört im Radio. Und dann hörte ich plötzlich, was der für Texte singt auf seine Country-Songs. Mhm. Die waren ja fantastisch, die Texte. Ne? Und die wollte ich dann auf Deutsch machen, weil du hörst auf Deutsch, sagst du, ja, ich verstehe Englisch, aber du verstehst es immer nur so weit, so gut. Aber, und dann habe ich die übersetzen lassen von einem befreundeten Mädchen, die der Dolmetscherin studierte. Mhm. Und dann haben wir die gehabt, dann bin ich zu Knut Kiesewetter gefahren damals. Oh, der war auch Gast. Weil der machte für mich nämlich sehr tolle Texte damals. Mhm. Und habe gesagt, komm Knut, was hältst du davon, wollen wir deutsche Texte darauf machen? Und dann waren wir fertig mit den Texten, mit 12, 15, 20 Texten. Und dann, ich schwöre dir, und dann sind wir zu Kollegen gegangen, ich sage keinen Namen, also, und haben gesagt, möchtest du das singen? Das ist doch toll, tolle Musik, tolle Texte und so. Nee, das kann ich meinen Fans nicht zumuten, das kann ich nicht. Ja, bis er dann sagte, dann musst du es selber machen. Ja, aber das ist ja schon der falsche Gedanke. Ich meine, wenn du irgendwie mit Kalkül arbeitest, wer könnte das kaufen und wer könnte ja, das mögen? Kann ich das? Kommt also, gelegentlich vor heute. Ne? Gelegentlich? Ja. Und dann musste ich das ja... Ich will jetzt nicht heucheln. Ja? Ich habe ZDF-Hitparade nur geguckt, um mich aufzuregen in der... Ja, als ich jung war und fand es auch immer wahnsinnig lustig. Ja. Er muss aber zugeben, es gab einen Schlager, der kam später. Ich glaube, der war so Mitte oder Anfang der 80er Jahre. Und den fand ich, obwohl Schlager, der hatte so einen wahnsinnig schönen Text. Und jetzt habe ich in der Vorbereitung auf dich erfahren, dass du den geschrieben hast. Rücksicht. Das siehst du mal. Toll, wirklich, also Kompliment. Das ist und dann habe ich gesehen, dass in der Taz, da gibt es einen Schlagerpapst, der hat gesagt, das ist vielleicht der schönste deutsche Schlagersong, der je geschrieben worden ist. Wirklich? Ja. Das habe ich... Ja.
Also für den Grand Prix. Ja, für den Grand Prix. Ja, das freut mich sehr. Das war mit Hoffmann und Hoffmann. Genau. Und dann hast du Peter Maffay auch. Ja, Peter habe ich auch geschrieben. Ja. Was denn? Und für zum Beispiel Wahllistig gibt, fange ich neu an. Also ein Lied, das ich liebe, wenn er das singt, weil da gehen die Herzen auf. Hier von den Zuschauern im Studio auch. Komm, ein bisschen mehr. Ja, ist ein guter Song. Wahllistig gibt, fange ich neu an. Denn du bist für mich. Und sei ich kann nicht so gut. Wir haben auch zusammen. Also das ist, glaube ich, mehr im Ohr. Zusammen haben wir das, als haben wir sehr oft zusammen gesungen. Das Leben so wie ich ist mein. Ja. Leben spüren Tag für Tag. Das ist immer wieder Fragen. Das ist Wagen, nicht nur Klagen. Leben so wie ich es mag. Dazu muss ich dir eine schöne Geschichte erzählen. Da kommt dann eine Textzeile. Da, doch so laschen Argumenten, wie, so wie Sicherheit und Renten, will ich mich nun mal nicht beugen. Mhm. Und ich hatte damals, hatte meine Tochter ein Stück über mein Leben geschrieben. Und da kam das Lied auch drin vor. Und ich wurde 64 aber zu der Zeit und mit 65 kriegt man ja normalerweise Rente. Ja. Und da habe ich ein bisschen überlegt, singe ich diese Zeile jetzt mit 64? Ist das die Tochter, die mal gesagt hat, du hättest auch als Obdachloser enden können? Ja, meine Tochter ist ja wunderbar ehrlich und herrlich und liebt ihren Vater, Gott sei Dank, heiß und innig. Deshalb dieser nette Satz? Ja, da hat sie gesagt, guck mal, Papa, da drüben die Obdachlosen, so hättest du vielleicht auch enden können, wenn... Sie spielte damit auf mein manchmal doch sehr exzessives Leben an und sagte, wenn du nicht Freunde gehabt hättest und wenn du nicht selber in dir das gehabt hättest, dass du immer doch gesagt hast, so nun aber ist Volker, gut. Ich will jetzt einmal, wir reden ja schon die ganze Zeit ein bisschen um den heißen Brei herum. Was ist denn exzessives Leben? Na, exzessives Leben ist also, wie du sagst, also nicht abends um 7 ins Bett gehen oder also nicht jetzt unbedingt, auch unvernünftige Dinge machen manchmal. Aber ich habe immer gearbeitet, mein ganzes Leben. Ich hab nie eine Vorstellung ausfallen lassen. Ich habe nie eine Probe versäumt. Ich habe also immer, also schon getrennt. Und habe immer viel, viel Sport getrieben. Ne? Das war glaube ich... Auch in den Zeiten, wo du sehr viel getrunken hast. Ja, aber es war ja immer so. Das waren Phasen. Das eine war eine Phase und dann kam wieder die Phase mit Joghurt und Fahrradfahren, Tiefseetauchen, Fußball spielen. Ne? Kennen also Sie das denn? Und Sie lachen so. Dann ging es richtig wieder. Ne? Dann wurde es, dann wurde, ja, aber es ist typisch. Dann wurde der Körper wieder auf Vordermann gebracht. Marius, ich höre, typisch heißt du, als Kenner hast du das gesagt. Das habe ich jetzt nie gesagt. Ich war Gott sei Dank nie exzessiv. Das lag aber daran, dass mein Vater sehr exzessiv war und sehr, sehr viel getrunken hat. Und das hat mich halt gewarnt. Ich wusste immer, so jetzt, das reicht's. Aber Volker war immer unglaublich professionell, das kann ich bestätigen. Wir haben einiges zusammen auch gearbeitet damals. Besonders es gibt auch einige im Synchronstudio. Im Synchronstudio. Können Sie sich beide daran erinnern? Ja, wir können es beide erinnern. Wir wissen auch viel heute, wie wir nebeneinander da gestanden haben. Und dann, wir haben ja so gleich angefangen und sind dann ein bisschen, jeder ist seinen Weg gegangen. Und dann. Ich muss noch auflösen, weil ich gesagt habe, Zeitzeugen einmal von der ZDF-Hitparade ist natürlich ganz bedeutend. Und das Zweite war, ihr habt beide noch erlebt eine Zeit in Hamburg, die besonders wild und aufregend war. Ja. Mit Udo Lindenberg und Otto und den unvergessenen Pö, ne? Gottfried Böttger. Onkel Pö, ne? Ja, Gottfried, Onkel Pö. 40 Jahre lang hier Klavier gespielt. Das wird der dicke Wilhelm, ne? Lass die Morgen auf. Damals war Hamburg auch die aufregendste Stadt. Nochmal, das ist im Applaus untergegangen, aber es verdient. Damals war Hamburg die aufregendste Stadt. Ja. In Deutschland. Ohne Frage. Bei weitem. Wann war das? Bei weitem. Das war so 70er, ja. 80er Jahre, da war Hamburg wirklich... Im 19. Jahrhundert. Außergewöhnlich. Aber zu der Geschichte möchte ich würde gerne eine Geschichte erzählen dazu. Und zwar, die hat mir Larry Campbell erzählt. Larry Campbell ist ein amerikanischer Gitarrist, mit dem ich gearbeitet habe, der viele Jahre für Bob Dylan gespielt hat und der auch ein Freund von Keith Richards ist. Und der hat Keith Richards genau diese Frage gestellt. Wie hast du das alles überlebt? Mhm. Und Keith Richards hat geantwortet, Moderation. So alles mit. Alles mit Maß. Ja. Aber an dem sieht man es an. Aber das ist eine der schönsten Autobiografien, die ich je in meinem Leben gelesen habe. Ist es, ne? Die von Keith Richards. Die ist so warm, so menschlich. Ne? Man hat immer nur dieses Bild von Drogen und Boff oder wie das Verhältnis zu seinem Vater beschreibt, ne? Den er 20 Jahre nicht gesehen hat, aber dann die Liebe wieder neu entdeckt hat zu ihm. Oder so. Das sind so herzenswarm. Das ist wirklich, das glaubt man.
man gar nicht. Also man kennt ja meistens oder oft ja auch nur das äußere Bild von jemandem und wie er sich gibt und wie er sich manchmal auch mit Absicht gibt. Das ist ja auch manchmal ist es ja auch Kalkül oder sowas. Ne? Aber Keith Richard, das ist, also da geht dir das Herz auf. Da sagst du, boah, so ein weicher, so ein zarter Mann. Ja, das ein kluger also, Mann, sehr gebildeter ne, Mann. Ist, ja, das hat mich sehr erinnert an die Autobiografie von Miles Davis. Auch. Ja, ja, finde ich auch. Zwei ja. Sachen würde ich so gerne noch wissen. Das eine ist, ich wollte vor einiger Zeit, ich glaube, es war im Herbst vergangenen Jahres oder im Frühjahr, wollte ich ins Theater, ins Ernst-Deutsch-Theater gehen, um mir eine Aufführung Molière anzuschauen. Ja. Und da haben wir uns alle Sorgen gemacht, weil die wurde abgesetzt, die Aufführung, ja. Weil du so krank warst. Bist du wieder gut beieinander? Ja, kann man sagen, ja. Ja, sehr gut wieder. Beieinander. Und das Komische war, dass das Stück der eingebildete Kranke ja, hieß. Aber du warst der Echte. Und ich hatte das auch noch geschrieben, also übersetzt und gemacht und Regie und alles Mögliche. Nee, ich hatte ein das ist ein hässliches Wort, aber ich hatte einen Tag vor einem Darmverschluss. Und, ja. und habe aber gearbeitet bis zum letzten Moment, weil wollte wie immer nicht. Weil alle Symptome ignoriert? Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Und alle haben schon gesagt, oh, nun ist aber, ich will es jetzt nicht ausweiten oder so. Jedenfalls haben die dann gesagt, schön, dass Sie heute kommen, morgen wäre es vielleicht nicht mehr ganz so gut gewesen. Und das ist aber überstanden, das ist jetzt, bin ich also wieder da. Ich würde, und dann hast du ja von deinem Papa schon erzählt, der mit dir zum Fußball gegangen ist. Ja. Der hat noch mitgekriegt, wie du Erfolg gehabt hast. Ja. Wie du, so. Und der muss so unglaublich stolz auf dich gewesen sein. Ja, ich hatte überhaupt einen wahnsinnigen Papa. Also das, wenn ich auch meine, aus meinem Buch lese oder so, also in Lesungen mache oder so, da kommt auch lange und dann schweife ich auch manchmal ab, weil ich mich so begeistert von meinem eigenen Papa bin. Aber erzähl mal, was der gemacht hat, als er gesehen hat. Der ist einfach das ist also, wenn er mich auf der Bühne gesehen hat, dann hat er sich meistens hat er applaudiert, aber mit Blick nach hinten ins Publikum hat er immer gesagt, mein Warum? Sohn, das ist mein Sohn. Das kenne ich von meiner Mutter. Oder er ging für sein Leben gerne ins Alster Einkaufszentrum, also in dieses große Einkaufszentrum in Hamburg. Ne? Da ging er fast jeden Tag hin. Und dann ging er rein in die Geschäfte und er wusste immer, was neu eröffnet und so. Und das war immer, die kannten ihn alle im Einkaufszentrum. Und dann ging er mal rein und sagte, guten Morgen. Sagte, Lechten bringt Senior. Wehe, wenn die nicht gleich vor Ehrfurcht starten und sagen, nein, ist das wirklich. Dann sagt, ich sagte, Lechten bringt er den noch mal hinterher. Er war so bezaubernd, die haben ihn alle geliebt. Volker, in Bremen steht eine Zeitenwende an. Ja. Nämlich die beiden langjährigen Kommissare des Tatorts hören. Frau Postel und Herr Mommsen hören auf. Wäre das nicht eine Rolle für dich, Kommissar im Tatort Bremen? Ja, wäre, wenn mein Alter berücksichtigt würde und wenn man es darauf schreibt. Ich hätte auch richtig Lust darauf jetzt wieder. Ich habe ja so unendlich viel Theater gespielt jetzt in letzter Zeit. Tolle Rollen, also wie der Vater, wie Frost, also Nixon, also Präsident Nixon und was weiß ich. Und der Johnny Krüger jetzt, Hans Albers, also tolle Rolle und so. Aber jetzt hätte ich mal richtig Lust wieder. Es müsste aber dann auf das Alter genau passen, also nicht, dass man sagt, jetzt will der alte Knabe also da einen noch auf körperlichen Kommissar machen oder so. Und dann müsste es nicht auf Schimanski. Ja, genau. Aber es müsste, was ganz wichtig wäre, nämlich? Es müsste diesen Humor, der guten englischen Dings haben, weißt du, sich selber auf den Arm nehmen auch. Selbstironisch. Macken haben. Und was man sagt, nee, mit all seinen, nicht eine ganz eigene Figur machen, wo, an ich der stelle, die Leute stelle aber fest. Wahnsinnig Spaß hätten und sagten, Mensch, guck mal, der ist doch genauso. Ja. Volker, ich stelle fest, die Intrige hat funktioniert, weil wir sind ja bei Radio Bremen. Also die Botschaft ist angekommen. Ja, angekommen. Also, vielen, vielen Dank fürs Kommen und bis ja, ganz bald. Ja? War alles schön, du. Danke, danke. Mach's gut, Mario.